Geister im Camp, aber keine Frösche mehr und Gigi kann lesen und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Recht gut. Wir haben ja mal wieder ungeplanterweise die Aufnahme auf den Samstagmorgen verschoben. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass ich ein bisschen ausgeschlafen habe, war alles total gut, deshalb geht es mir recht gut. Wie geht's dir denn? Mir geht es auch ganz gut. Ich bin immer noch fertig vom gestrigen Tag. Ich habe ausgemistet und das hat mich tatsächlich sehr mental fertig gemacht. Ja, das ist immer schwierig. Genau. Stimmt. Dementsprechend war ich dann fertig und habe dann nachgeguckt. Nachgeguckt, aber Dennis, warum gab es denn keine, das musst du jetzt vielleicht nochmal erklären. Wir wurden es auch gefragt, wo war denn der Live-Twitter-Kommentar gestern, Dennis? Ich hatte keinen Bock. Ja, aber es war ja noch was. Es war ja nicht nur das, Dennis, ne? Man muss jetzt auch mal, das muss man jetzt öffentlich machen, finde ich. Okay, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du hast einfach verpeilt, dass Sendung schon um 9:30 losgeht. Ja, das stimmt, das kommt noch hinzu. Ja, das ist mir total an mir vorbeigegangen. Ich denke, ich komme so um 22.30 Uhr, weil ich irgendwie verpeilt von dem Ausmisten wegbringen zurückkomme. Und dann denke ich so, Moment mal, die Sendung läuft doch schon sicher. Fuck. Also ich hätte den Anfang schon längst gucken können, aber ich habe es verpeilt. Ja, und dann war irgendwie auch klar, weil du irgendwie so eine Dreiviertelstunde, Stunde später erst dann anfangen konntest, das zu gucken, dann war irgendwie schon klar, da war ich schon echt müde und dachte so, nee, ich kann jetzt nicht noch eine Stunde länger warten, als die Sendung geht. Ja. Das halte ich nicht aus. Und dann haben wir jetzt heute aufgenommen. Ja, das wird uns heute Abend nicht passieren. Ja. Heute Abend können wir auch schon mal, also quasi den Morgen. Morgen? Ist schon morgen dann, wenn die Sendung kommt. Ja. Gibt's auch auf jeden Fall mal wieder Gäste. Hatten wir jetzt diese Staffel noch gar nicht. Gibt's dann aber. Ja. Auch von, beteiligt sich auch rege an Dschungel-Twitter. Also könnt ihr mal mutmaßen, wer da sein könnte. Dennis, die erste Camperin hat das Camp verlassen. Es ist Verena geworden. Waren wir beide überrascht? Wie sehr warst du überrascht auf einer Skala von 1 bis 7? 2. Warst nicht so doll überrascht? Echt? Nee, ich hab mich vorher wie immer wieder von deinem, du kannst halt nie einschätzen, wie beliebt Stars sind und davon habe ich mich in die Irre führen lassen, weil du Markus behauptet hast und für mich klingt das so logisch irgendwie. Ja, ist es doch auch. Na, ist es halt nicht. Der ist halt tatsächlich ein Star. Das darfst du ja nicht vergessen, dass er tatsächlich ein Star mit Fans, klar, die Fans sind gealtert, aber die sind mit RTL gealtert. Ja, aber die Leute, jetzt mal, Markus ist in den 80ern aufgekommen. Ja. Das heißt, das sind so Leute, die so in den 60ern, in den 50ern geboren sind. Meine Mutter, meinst du, meine Mutter, wenn sie das Dschungelcamp gucken würde, was sie, glaube ich, nur, also ich glaube, sie hat das mal geschaut, aber jedenfalls nicht so regelmäßig und jetzt guckt sie es, glaube ich, guckt sie sowas gar nicht mehr und wenn, dann überhaupt nur beim Durchseppen, wenn es gerade läuft. Dafür ist es aber mittlerweile auch dann eigentlich immer zu spät bis aufs Wochenende. Jedenfalls, meine Mutter würde im Leben nicht auf die Idee kommen, irgendeine Fernsehtelefonnummer anzurufen. Und ich glaube, das geht vielen Leuten über 60 so. Ja, aber es reicht ja, dass genug Leute anrufen, und zwar vor allem mehr als Verenas. Und Verena hat einfach null Fans. Die Frau ist nervig, sie ist falsch und die ist mit Marc Terenzi zusammen. Und sie wird keinen Heiratsantrag in ihrem Brief bekommen. Ja, das Thema Hochzeit kam ja nochmal auf und ich hatte die Sorge echt, um Gottes Willen, echt, die zieht das jetzt wirklich durch. Die hat jetzt die Clues nach draußen gesendet, nach dem Motto jetzt oder nie. Und dann hat sie Was heißt Clues nach draußen gesendet? Das war vorher wahrscheinlich abgemacht. Vielleicht, also ich denke mal, es war vorher abgemacht und Marc sollte auf bestimmte Zeichen warten, wenn sie das Thema anspricht oder so. Und hat sie halt noch behauptet, noch gesagt so, es gäbe ja keinen falschen Ort und Zeitpunkt für einen Heiratsantrag. Und so, ja, okay, es ist klar, was jetzt hier passieren wird. Ja. Und wir wurden zum Glück von allen Zusehenden davor bewahrt. Gerettet. Ich freue mich auch sehr. Aber dennoch muss ich sagen, ich fand, die hat so, ja, wie sagt man, die war halt so laut und ich glaube immer so laute, polarisierende Menschen, da denke ich halt immer, klar werden die wahrscheinlich nicht gewinnen am Ende, aber zumindest sind die so sozusagen so präsent, dass irgendjemand schon für die anrufen wird. Und deshalb habe ich mich gewundert. Bei Jana kann ich es eher verstehen.
Bei Jana kann ich es eher verstehen, weil die auch sehr ruhig ist im Camp, ne? Aber Markus, das raff ich einfach gar nicht, dass der nicht mal einen vielleicht hatte. Nee, ich glaube, du unterschätzt einfach, du glaubst einfach, dass die Leute anrufen würden nach strategischen oder nach Storytelling-Gesichtspunkten. Ich glaube, in der aktuellen Phase rufen die Leute an, weil sie bestimmte Leute mögen, schon vorher mochten und gut kennen. Weder Verena ist gut bekannt und dafür ist sie bekannt, dass sie halt Spielerfrau ist. Das ist jetzt auch nicht der beliebteste Job in diesem Land. Und Radiomoderatorin, ich bitte dich. Denn. Ja. Und Jana ist halt nervig und hat auch keine Fans, vor allem keine Fans, die ein Festnetztelefon haben. Na, aber ich würde schon sagen, dass sie eine eigentlich einigermaßen bekannte Schauspielerin ist. Das ist jetzt nicht so, ja, aber du kannst sie vielleicht vorhin. Ja, aber dafür ist die ESO-Pampe zu dick drauf mittlerweile. Ja, das kann sein. Und dieses strategische oder nach Sympathie wählen, das kommt erst so vor am Donnerstag, am Freitag. Das passiert es. Ich glaube, und du glaubst einfach, dass die Leute strategisch anrufen würden. Das tun sie nicht. Das ist wie Eurovision, da ruft man für den das Nachbarland an. Aber wir sind. Ich nicht. Ja, ich weiß. Wir sind ja die Guten. Wir sind ja das Feuilleton. Wir. Außerdem rufe ich da auch nicht an. Außerdem rufe ich da nicht an. Ich benutze natürlich die Eurovision-App. Zuma, ey. So. Also wir sind aber froh, dass Verena raus ist, weil es ist jede Menge. Aber und vor allem ist sie von Claudia auch getrennt. Das ist das Wichtigste. Ja. So. Jetzt kann Claudia aufblühen. Richtig. Der Klotz an ihrem Bein ist endlich entfernt worden. Endlich. Man hat ja schon richtig, wir kommen gleich zur Prüfung, aber richtig geil einfach, wie sie genervt von Cosimo und Gigi war und wie sie dann auch immer sie weggeschoben hat, wenn die sie in den Arm nehmen wollten, um zu feiern und dann sich auch noch auf die Fresse gepackt hat. Das war das Allerbeste. Und dann hat gesagt, nee, jetzt reicht's, jetzt geht weg, lass mich. Oh, diese Vibes. Ja, nee, Verena darf jetzt zurück ins P1, wo sie Marc Terenzi kennengelernt, wo auch sonst. Ja, natürlich. In diesem gottverlassenen Ort. Ja, naja, aber froh, wir sprechen ja noch gleich, wer noch als nächstes rausfliegt, aber lass mal tatsächlich. Nö, lass uns jetzt mal direkt anschließen, ja? Jetzt wo wir schon im Thema sind, okay. Wer geht denn als nächstes, Dennis? Jana. Warum geht Markus schon wieder? Jana. Also Jana warum geht. Bleibt Markus? Jana geht. Ja. Aber meinst du nicht, heute gibt's nochmal, weil Jana in dieser Folge nicht vorkommt, die übrigens wahnsinnig dick angefüttert war, sehr, sehr viel passiert, wir können überhaupt nicht alles abdecken, sonst würden wir hier eine Stunde oder zwei Stunden sitzen, aber glaubst du nicht, weil die gestern oder in der Folge jetzt nicht so richtig viel Screentime hatte, dass der RTL heute nochmal was für sie tun wird? Das wäre ja auch nicht ungewöhnlich, dass das immer mal vorkommt bei den Vielleicht-Kandidaten, ne? Ja, aber ich glaube, die Leute finden sie zu nervig. Also diese ESO-Pampe, da zu wenig Fans, die da anrufen, und ich glaube, dass sie fällt da durchs Raster. Also ich glaube tatsächlich, die fällt durchs Raster. Ich bin mir unsicher, wer das nächste vielleicht bekommt. Ich könnte mir tatsächlich leider so Kandidaten wie Lilly vorstellen, weil wenn ich meine Theorie anwende, dass die Leute halt nach ihnen bekannten Leuten und schon vorher sympathischen Leuten anrufen, da ist halt Lilly leider auch nicht hoch auf der Liste. So, der einzige, aber der quasi. Was sagst du denn leider? Ich würde mir schon wünschen, wenn er noch 2-3 Tage durchhält, um in diesem schönen Duo Gico Claudia komplett in den Wahnsinn zu treiben. Nee, dafür reicht mir Cosimo alleine und Cosimo ist auch nicht so toxisch. Das stimmt. Aber zumindest noch 2 Nächte würden mir reichen, dann kann er auch gerne weg. Und Claudia, also wird sehr interessant zu sehen sein, wie sie jetzt ohne Verena, also wenn der Part, ich habe jemanden, mit dem ich den ganzen Tag lästern kann und so irgendwie mein, auch so ein bisschen da so das Aggressionsniveau abbauen kann oder so. Wenn das fehlt, bin ich wirklich gespannt, ob wir dann, oder das, vielleicht ist das auch wieder einfach, meine Hoffnung ist zu stark, dass da jetzt endlich mal der Vulkan sich auflädt, ja, und dann explodieren muss. Mal gucken, das finde ich sehr, sehr, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich warte nur auf den Tag, wann Claudia die vollen Namen von Gigi und Cosimo ausspricht, um sie zu ermahnen. Das hat so schöne. Ist Cosimo auch eine Abkürzung? Das weiß ich nicht, aber im Zweifel denkt sie sich was aus, um einfach quasi so 3 Namen hintereinander durchs Camp zu brüllen. Cosimo Name Herkunft. Wir googeln das jetzt einfach mal. Nö, ist einfach ein ganz normaler Name. Ach so. Also Gigi ist von Luigi, meine ich. Okay. Ist das die Abkürzung?
Das wäre natürlich witzig, ne? Wenn der irgendwie so Luigi Maria hieße oder so. Und Claudia sagt, Luigi Maria. Aber dann musst du den Nachnamen auch wissen, um ihn vernünftig anzuschreiben. Egal. Ich glaube nach wie vor, Markus kriegt auf jeden Fall vielleicht. Ich glaube auch, der geht. Ich finde den einfach, ich glaube auch nicht, dass er so viele Fans noch hat. Die tatsächlich den wozu will man den im Camp behalten? Keine Ahnung. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Der und muss doch noch ein paar Ecken im Camp ersitzen. Ich wünsche mir, wo wir wieder. Meinst du, der hätte bestimmt auch beim Pfahlsitzen. Vom Heidepark sollte auch. Ja, es ist unser Pfahlsitzer. Ja. Er sitzt das müsst für ihr, uns wenn da ihr das nicht oben. Kennt, wenn ihr nicht wisst, was das Pfahlsitzen ist, das müsst ihr googeln. Also Menschen, die im Einzugsgebiet des Norddeutschen Rundfunks gelebt haben, um das Jahr 2000 herum, müssten das ja nicht kennen. Ich hoffe, dass er vielleicht, ich glaube auch, dass Jana irgendwie dann jetzt auch schon geht. Tatsächlich kann ich mir gut vorstellen, dass da nicht so viel, dass es da einfach, dass die nicht so viele Leute hat. Auch, ja, nervig, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eher so dein Wunsch, dass du dir wünschst, dass die Leute Jesus doof finden. Aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr verbreitet in der Gesellschaft, wie wir das gerne hätten. Und dann hoffe ich eigentlich sagt sehr stark. Der Markus rauswerfen will, weil er ihn total langweilig findet. Ist auch langweilig. Aber ich hoffe, und da weiß ich, das ist unrealistisch, ich hoffe aber sehr stark, dass Lukas Cordalis jetzt bitte, bitte, bitte endlich mal ein Vielleicht kriegt. Ich ertrage es wirklich nicht mehr. Was wir tatsächlich, glaube ich, sehen werden, ist, dass das vielleicht natürlich dafür sorgt, dass Jana vermutlich in die Dschungelprüfung gehen wird. Aber es wird ihr nicht helfen. Ja. Meinst du? Ja. Ich meine, jetzt wird ja gewählt. Ja. Jetzt ist natürlich, Jana wird natürlich einen Ansporn haben zu sagen, ich will das jetzt machen. Ja. Aber ist sie denn so determined? Obwohl, ja, eigentlich schon. Es geht ja jetzt um 100.000 Euro. Ne? Ja. Seit ein paar Jahren gibt es ja ein Preisgeld. Das könnte sein. Das wird sehr tatsächlich eine Folge, auf die ich mich auch freue heute Abend. Da ist jetzt viel, viel im Fluss und wird sich auch auf die Dynamik ein bisschen auswirken. Vielleicht erleben wir heute nur den Anfang davon, aber spätestens morgen sollte es eigentlich soweit sein. Eine wunderbare Samstagsfolge könnte das werden, tatsächlich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, also es ist viel auch so angerissene Fäden, die man jetzt irgendwie ein bisschen weiterführen könnte. Das könnte ganz gut werden. Wir haben noch andere Sachen, die wir bequatschen müssen, bevor uns hier die Zeit ausgeht. Denn wir müssen über die Dschungelprüfung reden. Ja. Der große Preis von Mwilimba, einer unserer absoluten Favorites. Wobei, wie und Jan Kötten sagt, das ist mein Patronus, der kann auch so Dinge nicht aussprechen wie ich. wie fandst du es? Es war, ich glaube, ich habe es ins Fett geschrieben, ich habe es genauso vorhergesagt, was passieren wird. Claudia fährt, Gigi sagt an, Cosimo sagt an und Gigi macht mit den Händen und kann die Fressebeine nicht halten. Und das Einzige, was am Ende ihm erlaubt war, waren seine Wirkgeräusche. Es war dafür ganz unterhaltsam tatsächlich. Also, wie oft ich das Wort rechts einlenken gehört habe. Muah. Ja, das, vor allem. Und Cosimo, du musst dahin. Dahin, super. Ja, das ist doch echt. Hätte doch ganz oft rechts und links verwechselt. Ja. Oder aber einfach sein rechts und sein links genommen. Das war schon gut. Aber, man muss auch sagen, am Ende war es einigermaßen souverän. Ja, die waren zwar sehr aufgeregt und aufgeschreckt, aber das war nicht so ein. Also, das war jetzt nicht so ein totaler Verkehrsunfall, wie als der Wendler in der Prüfung war zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, die sind ja einfach in Strohballen gefahren und konnten sich nicht mehr befreien. Ja, aber das war ja langweilig. Hier ist tatsächlich ja was passiert. Nee, klar. War gut, aber sehr, sehr souverän. Das stimmt. Und das erste Mal, dass es überhaupt Sterne gab in dieser Prüfung, 7 wurden geholt, ist nicht schlecht. Ich glaube, das letzte Mal ist es immer an der Zeit gescheitert, oder? Unter anderem, also ja, es gab halt diese Wendler-Folge, Wendler-Staffel, da haben die sich halt komplett festgefahren, dann sind auch ein paar an der Zeit gescheitert, weil das ja nicht so ganz einfach ist, dann tatsächlich da durchzukommen. Hier haben die ein bisschen, es ging, also die hatten noch eine Minute, als sie dann im Ziel waren, ich glaube, die haben ein paar Sachen haben die liegen lassen, weil einfach, wie sagt man denn, weil das Zusammenspiel Gigi und Cosimo hätte halt besser sein können. So. Die waren ein bisschen zu aufgeregt. Aber auch das ganze Drumherum um diese Dschungelprüfung war super. Die beiden, die hier komplett sich gegenseitig aufgedreht haben. Claudia, die von Anfang an keinen Bock hatte.
Und das hinterher, super. Mua. Ich weiß gar nicht, ob sie keinen Bock hatte. Jedenfalls hatte sie keinen Bock auf die beiden. Nee, sie hat auch ganz gesagt, klar angesagt, dass sie keinen Bock auf eine Prüfung hat tatsächlich. Ach so, okay, das habe ich gar nicht... Ja, sie hat darüber beklagt, sie hätte doch jetzt zwei, sie hätte doch gestern so gut abgeliefert, warum werde ich jetzt wieder reingewählt, ich habe mich doch schon bewiesen und war total genervt. Und dann kommen die beiden noch, sind komplett aufgedreht wie 12-Jährige ohne Ritalin und nerven sie durchgängig. Mua. Ja, das war schon wirklich schön. Ja, in der Tat. Die Prüfung wollen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wiedersehen, oder? Ja. Ist eigentlich ein schöner, ist eine tolle Geschichte. Ich mag die echt gerne. Ja. Die ist halt anspruchsvoll, aber auch witzig und so. Finde ich gut. Und es ist keine Fressprüfung, das ist das Wichtigste. Was ich aber fast genau, und das ist eine schwere Prüfung, ne? Das ist nicht einfach. Genau. Was ich auch fand, und das fand ich fast sogar ein bisschen zu schwer, war die Schatzsuche. Ja. Ich fand die nicht so leicht. Ich fand die wirklich schwer. In der Tat. So viel. Also Tessa und Cecilia wurden in die Schatzsuche gebeten und mussten so komische Kisten stapeln mit Nummern drauf und da vorher, um rauszufinden, in welcher Reihenfolge man die Kisten stapeln musste, musste man Fragen beantworten. Die waren jetzt nicht alle super schwer, die Fragen. Aber so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, wie viele Dschungelköniginnen gab es, hättest du das im Kopf gewusst? Nee, ich wüsste auch nicht, wann Ostern dieses Jahr ist. Ich bewerbe mich. Das wusste ich. Okay. Das wusste ich schon. Bist du nicht katholisch, Dennis? Nur kulturell. Das wusste ich schon. Reicht das nicht? Aber insgesamt waren die Fragen halt schwer und man musste dann hätte sich Fragen merken müssen, wo man sagte, ja, okay, das ist jetzt so ungefähr, ich schätze mal diese Antwort und dann abgleichen müssen, was für Würfeln habe ich noch, wo sind wir uns sicher, das war ziemlich, ziemlich fisselig. Ich weiß am Ende auch gar nicht so genau, wo sie den Fehler gemacht haben. Das wurde auch hart zusammengeschnitten tatsächlich vom RTL. Also am Ende waren, die haben dann noch umsortiert. Dementsprechend, ich glaube, dass die hatten die ein Zeitlimit? Ja, Gongschläge. Ah, okay. Aber es war ein bisschen unklar, wie lange die Gongschläge auseinander waren. Es gab ja noch so einen Gong, der dann kam mitten im Spiel. Wahrscheinlich mussten sie sich dann daran so zeitmäßig orientieren. Und dann konnte offenbar auch nicht eine hingehen und die richtigen Schlösser einstellen, sondern die mussten sich entscheiden, ja, jetzt gehen wir gemeinsam und probieren es. Und dann ist es nicht aufgegangen. Das war wirklich eine harte Prüfung. Ich meine, wir haben auch schon Sachen bei Prüfungen gesehen, die man gar nicht, also so Schatzsuchungen gesehen, die man gar nicht irgendwie verlieren konnte. Wie zum Beispiel zu zweit in der Höhle sitzen und immer wieder Wasser auffüllen, damit das die ganze Nacht durchläuft oder so. Wo einfach nur nicht passieren durfte, dass beide zur gleichen Zeit länger als 20 Minuten schlafen oder so. Und es gibt natürlich auch Schatzsuchen, die einfach mit reinem Glück oder Glücksspiel sind. Das ist wie ein Klassiker, wenn sich die Stars sortieren sollen. Und es soll dann auf der anderen Seite geraten werden. Das ist halt einfach reines Glück. So. Aber zumindest da ist es auch immer eingebaut, dass es immer eine Sache gibt, die reicht, um zu gewinnen. Hier war es ja tatsächlich so, dass sie, glaube ich, beide Schlösser hätten aufmachen müssen, oder mindestens eins. Ja, beide. Ja, genau. Beide hätten aufgehen müssen. Also, ganz ehrlich, ich hatte den leisen Verdacht, dass es hier ein abgekartetes Spiel sei vom RTL. Der die beiden ausgewählt hat, die beiden scheitern hat lassen an so einer Prüfung und geguckt hat, was passiert. Da war ja noch alles in Ordnung. Ja. Und später dann, im Camp dann aber nicht mehr. Ja, es gab der Ausgangspunkt, so eher rum, war ja, dass Cecilia sich sehr ehrgeizig war und sich sehr geärgert hat, dass sie diese Dschungelprüfung, diese Schatzsuche nicht mit Tessa gewinnen konnte. Und er hat sich mal die Schuld bei Tessa gesucht, sondern einfach war, nee, wir haben es einfach nicht geschafft, wir wussten Dinge nicht, alles soweit okay. Und dann hat sie sich so ein bisschen darin reingesteigert und hat sich dann explizit an einer Sache aber trotzdem von Tessa gestört und das war ihre, Wortbeginne, Schwester, Baby, das fand sie zu infantil, fand das irgendwie zu persönlich, man kennt sich ja noch gar nicht so richtig und das irgendwie fand sie komisch. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen, fand ich auch so ein bisschen cringe. Es ist cringe, tut mir leid, es ist wie Wursthaare bei weißen Menschen, es ist cringe. Und Wursthaare? Was? Rastafari. Was sind Wursthaare? Rastafari. Rastafari sind Rastafari und bei weißen Menschen sind es Wursthaare. Ach so. Du bist nicht im TikTok-Game. Nee, ich weiß, ich bin nicht so viel unter Pomo-Leuten. So wie du.
Es ist ein guter Wallraff-Titel unter Pomo-Leuten. unter Pomos. geil. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, entsprechend hat sich das so ein bisschen, hat sie sich halt auch ein bisschen reingesteigert, hat sich ein bisschen aufgeregt, total verständlich irgendwie auch. Und dann, als sie im Camp waren, ein bisschen wollte sie das ansprechen und hat es dann auch getan. Und dabei ist es eskaliert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie es eskaliert ist. Ja, also eigentlich fing es sehr erfolgsversprechend an. Ne, weil Cecilia gesagt, hier, pass mal auf, also ein bisschen aufgewühlt, okay, aber jetzt auch nicht übertrieben aggressiv oder so. Pass mal auf hier, dass du das die ganze Zeit gesagt hast, das finde ich irgendwie doof, das hat mir nicht gepasst, das ist irgendwie, finde ich generell sehr schwierig, so möchte ich nicht genannt werden, ich kenne das auch so nicht und so weiter. Und dann hat Tessa gesagt, ja, okay, dann lasse ich das. Man hat schon gesehen, das hat sie ein bisschen, sie war ein bisschen angesackt davon, aber sie hat, und hätte vielleicht noch was vielleicht gefehlt hätte, wäre zu sagen, oh, tut mir leid, das wollte ich nicht, das war nicht meine Absicht, ich lasse das in Zukunft. Das wäre vielleicht perfekt gewesen, aber sie hatte mal, sagen wir vom Score her, irgendwie sowas wie 75 von 100, irgendwie befriedigend, sagen wir mal, gesagt, okay, ja, alles klar, habe ich verstanden, lasse ich dann. Und dann hätte man es einfach sein bewenden lassen können. So, alles klar, dann sehen wir uns gleich beim Essen. Ja, tschüssi. Und das wäre dann, so hätte man das machen können. So ist es aber nicht passiert. Sondern Cecilia hat gesagt, hey, ja, aber hat dann irgendwie das nochmal wiederholt. Genau, es hat sich wiederholt. Und es ist immer lauter geworden dabei. Ja, und dann ist Tessa, hat sich dann deutlicher angegriffen gefühlt und wurde dann auch lauter und ist dann so in ihre Kampfpose reingeraten. Dann war Cecilia gesagt, was fängst du jetzt an hier? Ich habe doch gerade gesagt, dass du irgendwie dafür gesorgt hast, dass ich mich unangenehm fühle. Sag mal, Mädchen, jetzt ist mal, mach mal halblang oder so. Und dann hat sich das so krass raufgeschaukelt. Und dann fand ich, nochmal, da gab es nochmal so einen nächsten Kipppunkt, als dann klar war, dass Tessa gesagt hat, okay, komm, es ist jetzt gut, geh bitte weg, ich möchte es jetzt nicht mehr. Da war nochmal so eine Sache, okay, da ist jetzt irgendwie so eine Grenze erreicht, die auch wieder klar kommuniziert wurde. Und dann hat Cecilia trotzdem weitergemacht. Das fand ich, war auch noch so ein Punkt, das ist dann sozusagen umgedreht dann gewesen. Erstmal spricht Cecilia von einer Grenzüberschreitung oder von einer Sache, die sie nicht gut fand, und dann Tessa, aber trotzdem haben die beide immer weitergemacht. Ja. Und ich hab hier gerade gesessen, habe das nicht alleine geschaut, habe den Rest ja auch dann heute Morgen zu Ende geguckt und sagte so, meine Güte, die beiden müssten doch eigentlich nur, die beiden müssten einfach nur mal tief durchatmen und es dann gut sein lassen. Und dann wurde von der Seite der Satz beendet mit, die beiden müssten einfach nur mal was essen. Und vielleicht liegt es auch echt daran. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier einen Streit gesehen haben, der nicht nur auf den Persönlichkeiten und vielleicht auch der besonderen Persönlichkeitsakzentuierung von Tessa basiert, sondern auch einfach darauf, dass sie hungrig sind und langsam durch. Ja. Und und vielleicht auch langweilig. Aber es war schon nicht, sehr souverän. Genau, es war von beiden Seiten nicht souverän. Von beiden Seiten nicht souverän. Ich glaube, Tessa, ja, egal. Von Tessa erwarte ich das gar nicht mehr. Naja, aber ich glaube, wenn Tessa behauptet, sie sei gut eingestellt, dann hätte ich die Erwartung, dass sie dann auch, dass das funktioniert. So. Aber egal. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Also das ist ja nun auch bipolar, ja, gut und schön. Und sicherlich gibt es da auch in zwischenmenschlichen Beziehungen große Probleme, die man durchaus haben kann. Aber das kann sich halt aber auch ganz anders äußern. Und das ist auch, dass es halt in so tatsächlich abwechselnden Depressions- und manischen Phasen sich äußert und sich gar nicht so sehr auf zwischenmenschlich, also es ist immer super, was ich damit sagen will, ist, jeder Jack ist anders, und das gilt auch gerade für psychische Störungen, so, da muss man echt ein bisschen aufpassen, da wäre ich jetzt, also das kann man schon sagen, dass es auch ein Symptom dieser Erkrankung ist, man weiß aber nicht, ob das in diesem Fall tatsächlich auch so ist, oder ob das einfach nur sozusagen ein Teil ihrer Persönlichkeit ist.
Ich kenne auch Menschen, die sich ähnlich schnell angegriffen fühlen und dann anfangen rumzukrakehlen, obwohl ich nicht glaube, dass die eine sozusagen behandlungsbedürftige psychische Störung oder Erkrankung haben. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, da kennen wir einfach die Einzelheiten nicht gut genug und dafür kennen wir auch wahrscheinlich Tessa nicht gut genug und vielleicht ist es auch ganz gut so. Und dann halt auch von Cecilia war es wirklich unsouverän, weil ich hatte irgendwie die Erwartung, dass sie es besser weiß, auch durch ihre Berufsausbildung. Sie hatten mal mit einfach, ich will das Wort schwierig nicht benutzen, aber mit Menschen, die einfach andere Bedürfnisse haben. Menschen mit Herausforderungen. Ja, es ist halt, Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung können halt einfach anstrengend sein. Es ist einfach so. Und da muss man halt einen Weg finden, damit umzugehen. Ich hatte von ihr erwartet, dass sie es besser kann. Nichtsdestotrotz ist dann der darauffolgende Beitrag, wo dann Gigi von so einer Mordfantasie fabriziert und Markus als so schockierte Schnittbilder reingeworfen werden. Überhaupt, by the way, in der ganzen Folge waren ganz viele Markus-Schnittbilder. Wenn der RTL wen drin haben möchte, dann ihn scheinbar. Die können es ja auch behalten, die können doch jetzt ganz viel aufnehmen und dann einfach noch ganze Woche Schnittbilder von Markus zeigen. Das wäre eigentlich mal, haben wir, glaube ich, so noch nicht gesehen, dass es Schnittbilder von Leuten gab, die nicht mehr drin waren. Finde ich ganz nett. Ja, aber der Beitrag war auch für die Tonne. Also es war halt so ein bisschen. Also ich habe es auch ein bisschen das Gefühl, dass der RTL auch versucht hat, noch mal ein bisschen mehr rauszuholen. Das war einfach unnötig, weil das ist kein schöner Streit gewesen. Also das, was wir nicht erwarten. Ja, so. Es ist auch nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Nee, das nicht. Das ist super, super übertrieben. Ja. Aber Cecilia habe ich, glaube ich, schon in der ersten oder zweiten Folge gesagt, das Einzige, wie die mir bisher aufgefallen ist, ist irgendwie durch so Rumgebitsche. So, ich glaube, die haben hier nicht alles erfunden, sondern einfach nur gut überzeichnet, überdreht. Müssen wir mal gucken. Mich interessiert wahnsinnig, wie das jetzt weitergeht. Und ich hoffe, bitte nicht, dass die jetzt irgendwie kommen, wir gehen mal zusammen abwaschen und dann nehmen wir uns danach in den Arm. Ich will es nicht mehr sehen. Es ist das Jahr 2023. Ich will nicht mehr, dass sie sich alle danach in den Arm nehmen und das Kriegsbeil begraben und aufhören. Dann ist es nämlich, wenn das zu oft passiert im Camp, dann wird das so ein Wohlfühl, komm, wir nehmen uns alle in den Arm und singen wieder Kumbaya. Meinetwegen auch Weihnachtslieder. Es ist Camping. Ich will es nicht mehr. Ich will verhärtete Fronten. Die können sich sehr gerne beim großen Wiedersehen, können sich dann einen Arm nehmen. Das ist mir egal, gucke ich eh meistens nicht. Die spannende Frage ist das Camp Woker geworden oder bist du konservativer geworden? Natürlich ist es Camp Woker geworden. Ja, das sagst du. Hey, nur jetzt mal ohne Scheiß. Guck dir doch mal an. Jemand vom Schlage Gigi, wie der mit Jolina umgeht. Rechne mal 5 Jahre zurück und frag dich, wie das da gewesen wäre. Ja, es wäre schlimmer gewesen, in der Tat. Denk mal an Joey Heindl, der dann irgendwann gecheckt hat, dass Olivia Jones schwul ist und sich dann erstmal 1 Meter weggesetzt hat. Verstehst du? Dennis, es entwickelt sich vorwärts. Die einen schneller, die anderen weniger schnell. Und hier geht es mir gar nicht um woke oder nicht woke. Hier geht es mir einfach nur darum, dass ich hier einfach Streit sehen will. Ich will sowas sehen. Ich will solche krassen Streitereien sehen. Ich will das nur irgendwie nicht so. Also ich möchte mich auf eine Seite schlagen wollen und möchte sagen, ganz klar ist die schuld oder der ist das Arschloch. Ganz eindeutig. Aber das ging hier nicht, deshalb fand ich das nicht schön. Ansonsten will ich aber Streit und ich möchte, dass hier auch ganz klar und völlig objektiv irgendwann entschieden werden kann, in gut oder böse oder in Wrestling-Termini zu sprechen, in Face oder Heel. Das muss hier passieren. Ich will keine Umarmung mehr. Es reicht mir. Da bin ich wie Claudia. Auf dieser Harmonienote können wir auch aufhören, oder? Ja, würde ich sagen. Das ist ein gutes Schlusswort eigentlich. Heute Abend wieder Live-Kommentar, Dennis, ne? Ja, na, gibt es das. Wie spät geht's denn los, die Sendung? 22.15 Uhr. Ich weiß aber nicht, was vorher läuft. Hast du, guck nochmal. Gestern war Murmeln, RTL-Programm. Guck nochmal in deiner TV-Spielfilm, Dennis. Das geht doch nicht um 21.30 Uhr heute los. Nee, 22.15 Uhr, DSDS ist vorher, ja. Ah ja, Gott. Siehst du, ich werde hier systematisch in die Irre geführt.
Nein, du wirst nicht in die Irre geführt. Ich will einfach nur dafür sorgen, dass du zur richtigen Zeit vorm Fernseher sitzt, Dennis. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr auf dschungelpodcast.de/unterstützen geht und da findet ihr alle Details, was ihr machen könnt, Geld überweisen oder Ko-fi. Und vielen Dank an immer die, noch nicht. An vielen Dank an die, die es genau. gesagt haben. Uns wurde gesagt, wie ein UN-Generalsekretär. Kofi, genau. Kofi, ja, richtig. Ja. Vielen Dank an die bisherigen Unterstützerinnen und Unterstützer. Ja. Macht es gerne weiter und ansonsten könnt ihr uns auch einfach weiterempfehlen oder ein paar Sterne bei iTunes. Nee, Apple Podcast sagt man heutzutage. Ne? Oder macht mal einen Aushang im Dorf und bewirbt ja, unseren Podcast. Genau. Am besten, es gibt doch in der Regel gibt es doch immer so Aushänge beim Ortsbürgermeister. Ein Anschlagbrett, meinst du? Ja, genau. Da ist so, ist meistens so ein Kasten, besorgt euch den Schlüssel irgendwie ja. und bricht sagt, ein. Ihr wollt da, nein, nicht einbrechen, und sagt, ihr wollt da irgendwie das örtliche Jugendfußballturnier bewerben, dass da auch viele kommen zum Zuschauen und Bratwurst essen, damit der Fußballverein ein paar Einnahmen hat und hängt da Werbung für uns auf. Und ansonsten, bis morgen. Bis bald, tschüss.